Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ist alles fit bei euch, Leute? Geht's euch gut? Heute ist Folge 150. Eine spezielle Folge, einfach 150 schon. Als ich früher mit dem Let's Play angefangen habe, habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. Erstmal, wir starten hier an einer absoluten Leckstelle. Ich möchte kurz erwähnen, guckt euch gerne nochmal Folge 100 vorher an. Ich werde bestimmte Dinge von Folge 100, die wir Folge 100 gezeigt haben, hier nicht nochmal zeigen. Bedeutet, wenn ihr euch Folge 100 wahrscheinlich auch nicht anguckt, werdet ihr bestimmte Dinge der Map nicht sehen. Aber jetzt zum Hauptteil. Wir starten hier heute an einer der leckhaftesten Stellen, und zwar unserem Lagersystem, kann man sich nennen, unserem provisorischen Zwischenlager bis zum Hauptlager. Hier ist eine ganze Menge an Stuff drin, hauptsächlich Stein von unserer Farming Area. Wenn man dann hier runterfliegt, werden wir direkt in einem riesigen Untergrundraum ankommen, wo wir eine sehr, sehr große Zeit verbracht haben, wo wir sehr, sehr viele Blöcke ausgehoben haben, wo einfach sau viel passiert ist, der auch noch lange nicht fertig ist, wo wir auch noch eine ganze Menge zu tun haben. Aber in den letzten 50 Folgen haben wir ebenfalls das hier ausgehoben. Wir haben den ersten Zwischengang ausgehoben von 4 Gängen, die noch zu tun sind. Und der ist extrem nice geworden, muss ich wirklich sagen. Ich hatte war ein bisschen skeptisch mit der Kuppel dort oben. Aber wenn ich es mir jetzt angucke, es ist einfach echt der Hammer geworden. Es sieht einfach nur ultra, ultra geil aus. Und wenn ich mir überlege, das hier einzurichten, Alter, das wird einfach fucking fett, Junge. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist die Farming Area. Hier wird noch eine ganze Menge Zeit und eine ganze Menge Arbeit reinfließen. Aber hier haben wir auch eine ganze, ganze Menge ausgehoben in den letzten Folgen. So, was es dann noch an unserem Lagpunkt zu zeigen gibt, ist die Villager Trading Hall Nummer 1. Die haben wir ja in der letzten Folge erneuert. Aber ich zeige jetzt trotzdem hier nochmal die im Prinzip alte Trading Hall, die wir hatten. Das haben wir auch in den letzten 50 Folgen gebaut. Hier haben wir im Prinzip eine ganze Menge mit Villagern getradet, über 2-4 Doppelkisten an Emeralds ertradet, und in der neuen Farming Area geht es damit auch weiter. Hier haben wir dann noch eine kleine Angelfarm, wo auch ein bisschen was an Stuff drin ist, aber so aktiv nutze ich die nicht, muss ich sagen, weil ich einfach finde, dass sie nicht so produktiv ist. Ich meine, Level haben wir genug, wir können alles mögliche enchanten, und Fische oder so bin ich eigentlich nicht drauf aus, wirklich, aber ich habe sie mal eine ganze Zeit lang genutzt und ich denke mal, die wird auch irgendwann noch zum Einsatz kommen. So, dann fliegen wir mal hier nach oben, denn ihr werdet sehen, hier oben ist eigentlich nichts. Hier oben ist nichts, weil wir das abgerissen haben. Hier oben war mal eine ganze Menge. Hier stand eine geiler Leck. Hier stand eine Bambusfarm. Hier war eine ganze Menge an schwebenden Blöcken etc. Das haben wir alles abgebaut, alles gecleant, dass es hier oben auch mal wieder ordentlich aussieht. Ja, so, von hier aus können wir dann eigentlich direkt weiterfliegen zum nächsten Punkt. Ich hoffe, ich vergesse hier jetzt nichts, was irgendwie mega wichtig ist. Aber ich würde euch als nächsten Punkt erstmal das zeigen, was wir in den letzten Folgen gemacht haben. Und zwar unseren Villager Breeder. Das sind die Villager Breeder, 4 Stück an der Zahl. Und wenn man dann einmal von hier aus nach hier unten läuft, kommen wir in einen Raum. Ah, deswegen leckt sie so. Wir haben eine ganze Menge Villager, die werden hoffentlich alle noch genutzt. Und wenn man dann hier runter geht, sieht man, oh, sieht alles ganz schick aus. Hier kommen wir in die neue Villager Trading Hall. Alles ein bisschen geupgradet. Hier können wir jetzt unendlich viel mit Villagern handeln. Die wird auch definitiv noch eine ganze Menge vergrößert. Hier haben wir verschiedenste Villager, manche schon so oft zombifiziert, dass wir auf die Einer-Trades kommen. Und bei manchen muss man halt, oder bei vielen, muss man noch eine ganze Menge Hand anlegen. Hier, der zum Beispiel in Einer-Trade, by the way. So, von hier aus können wir jetzt einmal durch das Nether-Portal gehen. Und wenn wir da durchkommen, sehen wir schon ganz entscheidende Dinge. Ja? Hier gibt es auch eine ganze Menge zu bestaunen. Und zwar haben wir hier unsere Goldfarm. Die habe ich in Folge 100 auch gezeigt. Aber ich bin der Meinung, in Folge 100 hatten wir noch nicht unser wunderschönes Sortiersystem. Das haben wir in den letzten 50 Folgen auch gebaut. Hier ist ein riesiges Sortiersystem. Kurzer Fun Fact, beziehungsweise was heißt Fun Fact? Kurze Erklärung. Wenn man dort oben, wenn man hier ein paar Pigments tötet, dann werden die Pigments im Prinzip hier getötet. Und der Stuff geht in die Trichter. Die Trichter bringen den Stuff dann nach hier unten, wo die Trichter es im Prinzip direkt einsortieren, dann werden sie einmal durchs komplette Sortiersystem geschoben. Danach geht es hier in den automatischen Ofen. Dort werden im Prinzip die Schwerter, die wir nicht einsortieren lassen können, gebraten, zu Goldingots gemacht. Und die Goldingots verschwinden dann über diese Trichtermeile nach dort vorne, wo sie dann gelagert werden. Hier haben wir eine vollautomatische Bambusfarm. Die haben wir einmal richtig lange durchlaufen lassen. Im Prinzip als Brennstoffmaterialbringer, der uns, oder was uns im Prinzip ganz viel Bambus gebracht hat, zum Brennen der sonst wie vielen Schwertern, Alter. Junge, wie viele Schwerter wir hier schon haben gebrannt, das ist echt insane. Hier, das ist im Prinzip das, was übrigens aus den Schwertern bisher rausgekommen ist. So, der nächste Haltestopp
befindet sich hier. Und da werden wir an einer Creeper-Farm rauskommen. Die habe ich schon von einer relativ langen Zeit gebaut, muss man sagen. Hier haben wir auch eine ganze Menge an Gunpowder schon gefarmt, durch AFK rumstehen. Das ist im Prinzip eine ganz normale Creeper-Farm, wo man echt gute Resultate rausbekommt. Aufgebaut ist die Farm eigentlich nur, dass die Creeper hier runterlaufen, weil sie Angst vor Katzen haben. Dann laufen sie runter und sterben da. Da nimmt es Minecart es dann mit, lagert es hier ein. Und hier wird es auch in ein automatisches Lagersystem gebracht, wie auch sonst. Und im Prinzip eingelagert. Hier steht übrigens auch ein Bett, dass falls Phantome kommen, die mich töten wollen, ich schlafen kann. Das ist eigentlich die Creeper-Farm. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Jetzt gehen wir mal wieder in den Nether. Denn wenn wir mal von diesem Portal aus jetzt hier lang fliegen, zu dem da, führt dieses Nether-Portal im Prinzip in das End. Beziehungsweise zum Endportal. Und hier haben wir das Endportal. Wenn wir hier mal reingehen, sieht man schon, wir haben hier eine ganze Menge gebaut. Erstmal hatten wir auch hier im End, ich glaube, 5 oder 6 Ender-Dragons nochmal nachgetötet, damit wir von diesen Portalen eine ganze Menge haben. Denn ich habe hier auch vor, noch mehr Farmen zu bauen, aber das kommt in Zukunft. Auf jeden Fall mussten wir eine Wither-Wosen-Farm bauen. Und eine Wither-Wosen-Farm zu bauen ist echt mit das Komplizierteste, was es in Minecraft gibt. Also wie lange ich hier dran gesessen habe, um die Mechanics etc. zu verstehen, das hat echt ultra lang gedauert. Kurz, um es euch erstmal zu zeigen, hier ist im Prinzip so ein kleines Storage-System wieder, wo die Enderperlen eingelagert werden, die dort oben zusammenkommen, wenn das, was ich euch gleich zeige, passiert. Und hier haben wir Wither-Rosen. So, aber ich kann es euch ganz kurz mal zeigen. Wenn man hier nämlich den Fahrstuhl nach oben geht, sieht man, dort ist ein Wither eingesperrt in einem Gefängnis und der tötet dort die ganze Zeit Enderman. Denn wenn ich jetzt hier oben ankomme und mal hier runter gucke, seht ihr, dort spawnen ganz viele Enderman. Einfach erklärt, Entity spawnen ja am 128 Blockradius um dich rum. Bedeutet, ich bin hier auf einer Höhe, wo sie dort auf der Platte spawnen können, aber nicht dort unten. Heißt, es ist eine maximale Spawn-Auslastung auf dieser Plattform. Woanders können sie nicht spawnen. Dann laufen sie dort runter, weil sie von der Enderbite, die dort, die man gerade nicht sieht, die dort sitzt, getriggert werden. Dann laufen sie dort runter, werden dort gefangen und der Wither, der unten eingesperrt ist, tötet sie im Prinzip. Weil Wither sind auf alle Entities aggressiv. Und wenn Wither-Entities töten, droppen Wither-Wosen. Die Wither-Wosen und Enderperlen, die natürlich Enderman droppen, werden dann halt dort unten in diesem Storage-System, was ich euch gerade gezeigt habe, eingelagert. Man muss sagen, die Farm an sich ist ein bisschen buggy, weil der Wither irgendwie auf alles und jedes losgeht, auch außerhalb der Farm und deswegen eine Menge zerstört. Aber ich glaube, ich habe es hier relativ gut geregelt. Das war auch eine Sache, die wir gemacht haben. Und wenn wir jetzt hier mal durchgehen, kommen wir... Ha! Ja, moin, an der Creeper-Farm einfach raus. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich kurz in der Oberwelt wieder. Naja, ich meine, was heißt Oberwelt? Wir waren ja gerade auch schon in der Oberwelt. Aber wenn wir von hier aus jetzt einmal straight up nach hier geradeaus fliegen und wir dann hier über den Berg sliden, kommen wir hier unten an. Hat auch echt, also in diesem Ding steckt so viel Liebe. Ich war da so stolz drauf, als ich das gebaut habe. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine Zombie-Farm. Eine ganz schlichte, einfache Zombie-Farm. Nicht besonders irgendwie mit viel Redstone oder so. Einfach eine ganz schlichte, entspannte Zombie-Farm. Muss ich sagen, habe ich echt geil hinbekommen. Ich wollte es so ein bisschen, als wäre es so ein abgelegener Ort, der nicht mehr besucht worden ist, bauen. Und da spawnen dann halt im Prinzip Zombies drinne. So ein bisschen auf Story angelehnt mäßig. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, wenn man dann hier runterkommt, sieht man schon ein kleines freshes Design. Hier droppt man im Prinzip die Zombies vom Spawner runter, werden dann hier lang transportiert. Dort führen sie dann 24 Blöcke, glaube ich, nach oben und fallen dann hier runter. Hier sind sie dann auf einem halben Herz. Ich kann sie mit einem Schlag töten, bekommen Level und Stuff. Ganz einfaches Prinzip. Kommt auch relativ gut was zusammen. Aber ich muss sagen, wir haben schon produktivere Farmen gebaut, die ich euch auch zeige. Ja, aber das hier ist das Design. Hier hatte ich noch Probleme mit der Replay-Mod, das weiß ich noch. Aber mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu zeigen. Das ist so ein bisschen abgelegen, weil ich mir dachte, komm, da habe ich jetzt mal Bock drauf, einen Zombie-Spawner auszubauen. Und das habe ich dann auch direkt gemacht. So, Leute, jetzt haben wir die Farming-Area. Wir haben die Zombie-Farm. Wir haben die Creeper-Farm. Wir haben die Trading-Hall der Villager und die Villager wieder die Wither-Wosen Farm gezeigt und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber es gibt jetzt noch eine Sache auf meiner Checkliste. Noch eine Sache, die wahrscheinlich größte Sache, und zwar die Wither-Skeletten-Farm. Ich glaube, von den 50 Folgen, die ich euch gerade gezeigt habe, sind 6 ganze Folgen, wo, glaube ich, ach, lasst mich nicht lügen, 40 Stunden Arbeit drin steckten, in diese Wither-Skeletten-Farm gegangen und es hat sich auch absolut ausgezahlt. Aber ich würde sagen, ich gehe kurz in den Nether und zeige es euch da. Denn wenn ich hier jetzt mal im Nether zu 1100, 2900 fliege, komme ich an einer mysteriösen Plattform raus, die über dem Nether oder über dem Bedrock steht, wo ich mich durchgebackt habe. Und wenn man dann hier einmal runter geht, kommen wir hier an einem sehr, sehr
sehr krassen Ort raus. Hier finden wir auch Essen und noch eine Elytra mit Raketen, falls wir hier mal sterben oder so. Und ja, wenn man dann hier runter geht und einmal hier lang fliegt, dann sieht man schon, dass hier echt eine kranke Scheiße passiert ist. Wir haben hier über 70.000 Half-Steps platziert, damit wir die Spawn-Rates der Festung abdecken, damit wirklich nur alles da drin spawnt bei diesen Wither-Rosen und nirgendwo anders. Ah, und jetzt habt ihr gehört, kommt wieder das Wort Wither-Rosen ins Spiel, denn wir haben im Prinzip die Wither-Rosen-Farm im End nur hierfür gebaut, um das dort haben zu können, um das dort so bauen zu können. Und das hat sich einfach unfassbar gelohnt. Und es ist auch bisher, es wird definitiv noch krasser, aber es ist bisher das krasseste, was wir jemals gebaut haben in dem Projekt. Es ist mit das sehenswerteste, muss ich sagen, mit Abstand, damit ich euch jetzt nicht ganz im Dunkeln stehen lasse. Da oben spawnt im Prinzip alles drauf. Wither-Skeletten sterben nicht an Wither-Rosen, aber alles andere an Krimskram, was da sterben kann. Die Wither-Skeletten fühlen sich getriggert von den Eisengolems, rennen hin, laufen über eine Trapdoor, fallen runter. Mehr ist es nicht. Diese Eier da stehen im Prinzip nur da, damit die Pigmen, dahin rennen und im Prinzip dort schneller sterben. Einfach ein kleiner Fakt. Hier unten verläuft das Schienensystem, seht ihr ja, mit einer Trichterlore. Hier im Prinzip ein Stuff, der dort oben droppt von Mobs, die dort sterben, einsammelt. Und diese Trichterlore bringt es auf Smart-mäßig dort runter in das Lagersystem. Und im Lagersystem wird es einsortiert. Direkt. Heißt, wir bekommen hier auch Magma-Slimes, Gold-Ingots, Pfeile, alles drum und dran. Hier kann man sich immer Level ergaunern, wenn man dann die... Man kann hier übrigens mit dem Hebel die Hunde vor- und zurückfahren. Absolut lost, dass ich es gerade nicht schon gesagt habe. Aber ja, hier kann man die Hunde vorfahren, die töten, dann hier die Wither-Skeletten. Und man kann hier komplett AFK ohne jegliche Angst sterben zu können, irgendwie AFK stehen. Einfach, du kannst dich hier 20 Stunden AFK stellen und es passiert nichts. Ja, du kriegst hier innerhalb von, lass mich nicht lügen, 10 Stunden locker 150, 200 Level rum um den Dreh. Es ist einfach insane. Du kannst hier unendlich lange AFK stehen. Das ist einfach nur eine kranke Farm. Hat sich mega gelohnt und ich zeige euch mal was weiteres. Hier ist im Prinzip übrigens noch ein Minecart-Aufzug, der uns dann wieder nach oben bringt, dass wir dort oben über das Bedrock gehen können und dann ab wieder nach Hause fliegen können, wenn wir wollen. Wenn ich jetzt hier runtergehe, seht ihr schon, hier ist im Prinzip der Stuff, der von der Lore aufgesammelt wird. Alter, hier ist auch schon echt eine ganze Menge zusammengekommen. Das ist nur Stuff, der nebenbei gefarmt wird, währenddessen ich AFK stehe. Das ist nicht mal Stuff, der mit Absicht gefarmt wird. Der ist einfach nur nebenbei da gewesen. Ja, was ich euch jetzt hier zeige, die kompletten... Also wirklich, die kompletten Doppelkisten hier sind voll mit Knochen, außer hier die letzte Reihe ist nicht voll, aber der Rest ist komplett voll mit Knochen. Die Farm ist produktiver als jede Skelettenfarm, die ihr euch irgendwie ausmalen könnt. Also wirklich als jeder, das ist die effektivste Knochenfarm, die es in Minecraft gibt. Aber nicht nur Knochen gibt es ganz viele, sondern... Wir haben auch Wither-Skelette oder Wither-Skelett-Schädel bis zum Ende. Wir können so viele Wither spawnen, wie wir wollen. Wir werden niemals genug spawnen können, um diese Ansammlung von Köpfen irgendwie wegzubekommen. Das ist einfach insane. Es ist einfach fucking insane. Und ich möchte erwähnen, ich glaube, die Farm haben wir vor nicht mal 10 Folgen gebaut. Heißt, ich kann hier noch nicht so eine lange Zeit AFK gestanden haben. Was auch noch geiler ist, wir bekommen Kohle. Wir haben keine Brennprobleme mehr. Wir haben Kohle ohne Ende, doppelkistenweise. Und es kommt immer mehr dazu. Es ist einfach krank. Es ist einfach krank. Diese Farm ist einfach so unfassbar krank. Das kann man sich nicht vorstellen. Es war auch so viel Arbeit. Es hat sich so gelohnt. Es hat sich so gelohnt. So, aber hier werden auf jeden Fall die Wither-Skeletten getötet. Die gehen dann im Prinzip, oder der Stuff geht ins Sortiersystem und alles, was nicht eingesammelt werden kann, was eigentlich nur die Steinschwerter der Wither-Skeletten sein darf, das wird im Prinzip hier runtergebracht in den automatischen Mülleimer und dort wird es direkt verbrannt. Ja, und nach der ganzen Zeit, jetzt nach den ganzen Farmen, die ihr gesehen habt, nach dem allen, ist es das. Das war das, was wir in den letzten 50 Folgen geschafft haben. Und inshallah werden wir in den nächsten 50 Folgen noch 10-mal so viel schaffen. Die nächsten 50 Folgen werden noch insaner, weil wir jetzt die Grundfarmen haben, was wir an Stuff brauchen. Und im Prinzip können wir wirklich alles direkt bauen, was wir wollen, auch wenn es ein bisschen Zeitaufwand betreibt. Wir müssen nicht direkt irgendwelchen Stuff haben. Und das ist das Gute. Wir haben fast alles eigentlich. Meine Statistiken.
Ich meine, wir haben auf der Welt eine ganze Menge geschafft. Ich habe euch relativ viel jetzt gezeigt, aber relativ viel auch nicht, weil wir davor auch eine ganze Menge gemacht haben vor Folge 100. Das seht ihr aber in Folge 100. Das könnt ihr euch alle angucken. Ist alles in der Infocard verlinkt. Auch ein guter Vergleich. Folge 100 habe ich die Statistiken schon mal gezeigt. Ich wurde schon öfter gefragt, also wirklich öfter gefragt, wie meine Statistiken denn aussehen, beziehungsweise ob ich sie mal zeigen kann. Und ich habe schon mal reingeguckt und ich muss wirklich sagen, sie sind noch nicht insane krank. Erstmal, dass wir nur 24 Tode haben. Wie das sein kann, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin schon so oft in diesem Projekt gestorben, dass das nur 24 sind, ist echt einfach eine Meisterleistung. Aber was ganz cool zu sehen ist, Spiel verlassen 1059 Mal. Kreaturen erlegt 127.666. Ja? Wir haben 127.666 Monster getötet bisher in dem Projekt. Das muss man sich mal vorstellen, einfach 130.000 Monster. Wie viel, Alter, what the fuck? Das würde mein PC nicht mal annähernd aushalten, wenn ich all die spawnen würde. Wie viel Strecke auf Wasser gelaufen sein kann, weiß ich nicht. Also, wir sind eigentlich noch nie Strecke auf Wasser gelaufen. Hä? Manches ist ja auch noch bei Null, manches haben wir noch gar nicht gemacht. Lesepult benutzt haben wir einfach noch nie. Strecke mit Elytra geflogen. 1507 Kilometer. Ist es viel? Ich weiß es nicht. Schaden zugefügt, was ist das denn? Schaden zugefügt, 144.584 Herzen. Inwiefern Schaden zugefügt, was ist denn das? Herzen wahrscheinlich. Ich hoffe, es sind Herzen. Wenn nicht, habe ich gerade Scheiße erzählt. Mit Dorfbewohnern gehandelt, fast 10.000 Mal. Und ich sag euch, sobald die Trading Hall fertig ist, wird dieser Wert hier, das wird mehr als 100.000 sein. Das wird ich sag euch, in Folge 200 werden wir hier bei mehr als 100.000 sein, zu 100%. Wenn du dieses Video in der Infocard von Folge 200 verlinkt hast und sich das hier gerade ein Zuschauer von dort anguckt, hi Bruder, was geht? Sind's über 110.000? Schreib's mir in die Kommentare. Schalker Kisten geöffnet, 25.000. Geschlichene Zeit 2 Tage. Ja, ist auch okay. Sag mal, habe ich jetzt die Gesamtspielzeit überscrollt? Werkbank benutzt übrigens 3000 Mal. Ja, moin. Lol, warum habe ich ihn das gerade nicht gesehen? Spieldauer fast 30 Tage. Man muss berechnen, ich stand auch immer eine ganze Menge AFK. Also wirklich eine sehr, sehr große Menge AFK. Aber 30 Tage, Bruder, das ist einfach ein ganzer Monat. Scheiße, Mann. Einfach ein ganzer Monat schon auf dieser... Alter, ein ganzer Monat schon auf dieser Welt verbracht. Ich sehe es schon kommen, wie es in Folge 200 einfach 2 Monate sein werden. Alter, ach du Scheiße, Mann. Wenn du das irgendeinem Außenstehenden zeigst, der nicht zockt, und du sagst, der Typ hat 30 Tage... 30 ganze Tage in der Minecraft-Welt verbracht. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Was ich euch noch zeigen will, was auch so ein kleines Ziel von mir ist, ich will 1 Million Stein abbauen in Minecraft. 1 komplette Million. Sind wir auch schon nah dran, denn wenn ich euch das hier mal zeige, abgebaut. Wir sind schon tatsächlich bei fucking 800.000 Blöcke an Stein, die wir abgebaut haben. Ich weiß nicht, ob man das so ganz mitbekommt, wie viel das eigentlich ist, aber 800.000, wenn du überlegst, so, ich brauche für 10 Steine, lass mich nicht lügen, für 10 Steine brauche ich 5 Sekunden. Kann das jetzt mal jemand hochrechnen vielleicht? Danke. 26.000 Schweinezombies. 26.000. Ich glaube, wir hatten in Folge 100 16.000 oder 14.000 oder so. Das ist einfach ein kleines Dorf einfach gefühlt. Auch wann habe ich 511 Silberfische getötet? Wither Skelett. Hier haben wir es. Wither Skelett. Ich bin so gespannt. Wither Skelett habe ich selber noch gar nicht nachgeguckt. Wie viele haben wir getötet? Oh, ich meine, könnt ihr mir mal kurz jemanden zeigen, der 10.115 Wither-Skelette auf seiner Welt getötet hat? 10.000 einfach. Und ich habe die Farm erst seit 10 Folgen oder so. Habe auch nicht viel selber getötet. Ich glaube, ich habe 2 Stunden oder so selber getötet. Ja, moin. Haben gute Statistiken, würde ich sagen. Aber ich meine, es geht immer besser. Und vor allem in kommender Zeit werden wir nochmal richtig, richtig an Plus gewinnen, was im Prinzip alles dort angeht an den Statistiken. Wir werden alles einfach nochmal hochkatapultieren. Ich freue mich schon auf Folge 200. Mal gucken, wie es aussieht. Ihr seht's, oder ihr habt es safe schon im Titel gesehen, der World Download ist unten in der Beschreibung. Es ist eine Survival-Welt. Wenn ihr euch den kreativ setzen wollt, könnt ihr einfach, glaube ich, im Land starten oder im Land öffnen, auf kreativen Modus stellen und dann könnt ihr das, glaube ich, machen. Ja, dann könnt ihr hier gerne rumfliegen, euch von mir aus alles angucken, alle Folgen durchgucken und gucken, wie was war. Guckt euch gerne die Welt komplett an. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was jetzt irgendwie wichtig war, was ich gebaut habe, aber ich bin nochmal die Folgen durchgegangen und ich glaube, ich habe alles gezeigt. Ich habe ja auch versucht, die Folge so ein bisschen zu zeigen, dass ihr das auch nachvollziehen könnt, dass wenn ihr auf der Welt seid, ihr euch das
das auch alles selber nochmal genauer angucken könnt. Wenn ihr die Technik sehen wollt, irgendwas in-game sehen wollt, geht einfach auf die Welt, downloadet euch sie, geht auf die Welt und dann könnt ihr das abgucken. Ja, war eine geile Folge, Digga. Hat mir richtig Spaß gemacht, euch das mal alles zu zeigen. Ich freue mich schon auf Folge 200, wenn es dann noch 10-mal mehr zu zeigen gibt. Wenn wir eine ganze Menge mehr gebaut haben, da bin ich schon hyped. Die nächste Folge kommt erst in 6 Tagen um 17 Uhr, da ich momentan ein paar Probleme mit meinem PC habe. Könnt ihr euch alles unten angucken. Ich habe da einen Community-Beitrag zu geschrieben. Der Link ist unten in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr wollt. Ja, aber ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in 6 Tagen um 17 Uhr. Wieder in 6 Tagen um 17 Uhr. Entschuldige ich mich dafür. Ich habe auch nicht gedacht, dass es jetzt alles so kommt, wie es ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.